Sie haben am Freitag gesagt, Sie wollten ein Kellergefühl vermeiden. Das ist natürlich, wenn man überlegt, dass Sie da unten reingegraben haben, ins Hochmoor, wie Sie mir erklärt haben. Wie vermeidet man denn ein Kellergefühl? Also zum einen war es eben wichtig, dass man das Gebäude wirklich aus dem Boden rauswachsen lässt, dass man das in halber Höhe betritt. Also man hat ja die Kunsthalle wie auch der Musiksaal und das Entree hat 4 Meter Raumhöhe. Und man geht dann eigentlich nur noch 4 Meter runter. In Summe ist der Raum 8 Meter hoch. Und dadurch war ein großer Schritt getan, dass man eigentlich das Gefühl hat, man betritt jetzt keinen Keller, weil er eben auch sich nach oben entwickelt. Zum anderen war einfach wichtig, die Einblicke, die Spannung schon aufzubauen, bevor man reingeht. Weil man dann gar nicht mehr so bewusst eigentlich den Weg wahrnimmt, den man geht runter, sondern man hat eigentlich schon die Sehnsucht, das von innen zu sehen. Einmal in den Kunstraum rechter Hand, auch die Treppe runter mit dieser Beleuchtung, so diesen Lichtbach haben wir das genannt im Projekt hin. Und auf der anderen Seite die Musikhalle, die mit dem imposanten Wellendach dann eigentlich ja, so ein bisschen so ein, ja, wie so ein Hideaway, wo man einfach angezogen ist. Es ist so spannend da runtergehen, dass man unten weiter forschen will. Wenn man die Treppe runterkommt, spürt man auch gleich die fließenden Räume, die daran anschließen. Also man hat nie das Gefühl, dass man durch Gänge geht, dass man, und damit verhindert man eigentlich jegliches Kellergefühl. Schon viele gefragt, ob man nur jeder bestätigt, na überhaupt nicht, man das Gefühl, es sei oberirdisch. Nein, muss ich auch sagen. Also überhaupt nicht. Auch durch die Großzügigkeit. Das ist, man verliert eher im positiven Sinne, finde ich, das so dieses Gefühl für Raum und Orientierung und ist im Positiven wie in so einer Kapsel, wo man sich jetzt der Kunst widmen kann und auch dem Konzert. Von der Atmosphäre her ist es sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Was mir auch imponiert hat, sind die Rundungen. Können Sie dazu was sagen, dass Sie nicht immer 90-Grad-Ecken haben? Ja, zum einen ist natürlich, um eine Rundung zu gehen, viel schöner und spannender, wie um einen rechten Winkel zu gehen, wo man nicht rumsieht. Dann war das Thema einfach für mich Kunst, Musik. Das ist was Weiches, was auch erotisch ist. Das sind weiche Rundungen für mich. Die Musik sind Schallwellen, Pinselstriche sind selten rechteckig. Und das war irgendwie so zum Thema. Auch am Berg. Da sehen wir die Schroffheit und so das raue Klima da oben. Und wenn man dann in diese Welt eintaucht, die eigentlich sehr organisch, sehr weich ist, denen leitet, das war so ein Grundthema, das wir eigentlich von vornherein uns zum Ziel gesetzt haben. Verstehe. Und zur Materialwahl und zur Farbwahl, zur Lichtwahl, können Sie da noch was sagen? Wie hat da die Zusammenarbeit mit dem Herrn Werner, war das intensiv oder hat das eher Sie machen lassen? Also da hatte ich völlig freie Hand. Wir haben eigentlich unsere Entwürfe gemacht, haben unsere Renderings präsentiert und der Florian Werner ist ja sehr begeisterungsfähig. Der immer, toll, toll, bitte machen, danke. Und das war eigentlich nie ein Thema. Mit Materialwahl, die war bewusst reduziert. Gerade im Kunstraum, da soll eigentlich das Kunstwerk, das vielleicht Farben hat oder bunt ist, für sich wirken und die Architektur soll sich zurücknehmen. Ich glaube, es soll nur ein spannender Raum sein, der für sich funktioniert. Dann wird auch das Kunstwerk im besten Licht erscheinen. Und im Musikraum natürlich, das ist noch mal ein anderes Thema. Da ist schon so, dass man durch die Ästhetik des Raumes wahnsinnig wichtig war. Und also die Wahl dieser geschwungenen Wände, also quasi das Schiff, wenn wir schon angesprochen haben, das war natürlich spannend. Das war mein erster Gedanke, den haben wir dann bis zum Schluss verfolgt. Und das Glück war eigentlich dann, dass die Akustiker das für sehr gut befunden haben. Wir haben überhaupt nichts umplanen müssen, sondern ich habe gesagt, perfekt, mit dem können wir arbeiten. Witzig. Und dass unten die Wandverkleidung, die fließt ja unten wieder ein bisschen rein in den quasi in den Fußboden. Hat das auch eine akustische Wirkung? Jein, es ist so, jede parallele Wand ist für die Akustik wahnsinnig schlecht. Und natürlich, umso mehr sich die Wände krümmen, umso mehr die Schallwellen in verschiedenste Richtungen gebrochen werden, umso besser ist es. Und weil sonst kommt es zu Reflexionen und jede Art von Reflexion, wo eine Schallwelle nicht nur nach hinten geleitet wird im Zuschauerraum, ist schlecht.
Das habe ich gewusst. Also, sehr viele klassische Konzertsäle sind immer schon so gebaut worden. Und das war spannend, hat Spaß gemacht. Und heute hat man doch andere Möglichkeiten, auch sowas zu bauen wie vielleicht noch vor 100 Jahren. Also ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt und auch die Galerie oben, dass sie den wirklich dann aus dem Fluss rausschält und eigentlich das Heck des Schiffes, die zwei Wände verbindet, war ein spannendes Thema. Sehr schön. Und ja. Was war das Schwierigste beim ganzen Bauablauf? Sie haben ja wahnsinnig schnell, der Werner hat gesagt, in nicht mal 12 Monaten gab es irgendeine Katastrophe, wo Sie gedacht haben, das funktioniert alles doch nicht so, wie Sie dachten oder gehofft haben. Eigentlich, es war zuerst die Tatsache, dass wir in einem Hochmoor sind, das war Das nicht gestern. abzusehen. Das nimmt man nicht an, da oben am Berg, dass es da ein Hochmoor gibt, das 20 Meter tief ist. Bei den Sondierungsbohrungen hat man es eben entdeckt, dass das alte Gebäude auf einem Felsrücken steht und davor eigentlich ja, sich Wasser gestaut hat, irgendwann wahrscheinlich in der Eiszeit, und das dann halt langsam zugewachsen ist und jetzt ein Hochmoor bildet. Das heißt, wir haben eine unglaublich große Baugrube gehabt mit den Tiefgaragen, die da noch hinten sind. Schon ein gewaltiges Ausmaß, 10 Meter hohe Spundwände. Und dann hat es so geregnet letztes Jahr im Sommer, dass das halt so viel Wasserdruck war, dass das immer wieder wie Schlammgeysire von unten durchgekommen ist. Also das war so ein schwieriger Start für das Ganze. Dann war das Wetter uns hold. Wir haben dann für einen sehr, sehr schönen trockenen Herbst gehabt und haben dann, die Baufirma hat in 12 Wochen 26.000 Kubikmeter umbauten Raum betoniert. Das war das für die Rettung. Also das hat sich ausgeglichen, das Wetter. Und ja, im zweiten Jahr jetzt, also im Winter war ein Bauverbot. Man hat dann im Frühling wieder beginnen dürfen, unterirdisch, wo es niemand mitkriegt, so quasi. Mit Zudrücken der Gemeinde, weil eigentlich ist bis Saisonende generelles Bauverbot auch innen. Und so richtig losgegangen ist dann erst wieder im Mai mit Saisonende. Und wenn man denkt, die zwei Häuser, dann haben wir von Mai bis jetzt sind ja vor allem fertiggestellt und auch unten den Musiksaal. So war das doch, eigentlich war die Zeit, in der Zeit die Qualität und das Volumen zu bewältigen, war eigentlich die größte Herausforderung. Wie fühlt sich's jetzt an, wenn Sie drin stehen? Ist das dann, kann man das Ja, dann so schon? richtig fassen kann man es noch gar nicht, weil es einfach noch sind die Wohnungen in der Fertigstellung, noch ist der Druck so groß, dass das noch gar nicht so richtig angekommen ist. Aber natürlich, es sind so Momente, wo man total glücklich ist. Einer der spannendsten Momente war vielleicht, wo der Klavierstimmer von Steinway gekommen ist, weil das war der erste mit perfektem Gehör, der in den Musiksaal geht. Und wir können so als Architekten, ja, so gut es geht, gestalten und wenn er dann nicht klingt, das hat mir der Akustiker auch gesagt, er kann alles berechnen, aber ein Fehler in einer ausführenden Firma kann alles vernichten. Und der ist dann wirklich so durch den Raum gegangen und hat gestrahlt dabei, und da ist mir auch so eine Last runtergefallen. Super, das hört sich nach einem Riesenerfolg an. Gibt es irgendwas, was Sie sich jetzt wünschen würden für Konzertsaal und Kunsthalle, bestimmte Art von Publikum? Oder glauben Sie, dass das hier vom Einzugsbereich her, von den Wintergästen ausreicht? Also im Winter machen wir gar keine Sorgen. Es sind ja doch 20.000 Gästebetten am Arlberg. Das Klientel ist auch eher jetzt eines, das sich mit Kunst und Musik beschäftigt. Und im Winter wird das auf jeden Fall funktionieren. Mein Wunsch, meine Hoffnung ist halt, dass es in dieser Zeit auch so solche Kreise schlägt, dass man auch danach nach der Saison wirklich die Qualität weiß, die man hier geboten kriegt und auch dann das ja, für meinen Bauern, den Florian, ein Erfolg wird und bleibt. Super, wir kommen auf jeden Fall wieder, auch im Sommer. Herzlichen Dank. Vielen Danke. Dank.